Das Gesundheitsmagazin wird präsentiert von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Land Brandenburg. Ups, jetzt haben Sie mich erwischt beim eitlen Blick in den Spiegel. Zähne sind nämlich unser heutiges Thema, genau genommen die Schönheit der Zähne. Und während Zähneputzen für jeden zur selbstverständlichen Gewohnheit gehören sollte, sind alle anderen Maßnahmen, die Ihre Schönheit betreffen, definitiv Sache des Fachmannes oder der Fachfrau, wie zum Beispiel Kerstin Graupner. Sie ist nämlich Zahnärztin und wird uns heute einiges darüber erzählen, was man denn für die Schönheit der Zähne so tun kann. Die Zähne, angeblich unser schönster Schmuck, mit Sicherheit aber unser natürlichster Schmuck und bei manch einem vielleicht nicht ganz so schmückend, wie er sich das vorstellt, können in der Zwischenzeit ja doch noch immer ein bisschen korrigiert werden. Ästhetik, speziell im sichtbaren Bereich. Für alle, die es nicht wissen, der sichtbare Bereich geht bis, wenn ich von vorn anfange zu zählen, genau, bis 5 oben, ja, etwa. Ne? So 1, 2, 3, 4, 5. Das ist so das, genau, wenn man so strahlt, was auf Anhieb auffällt. Was kann ich denn da tun, um meine Zähne zu verschönen, wenn ich nicht so glücklich bin? Also es ist schon so, wie Sie sagten, die Zähne gehören natürlich zum Gesicht. Und für viele ist es immer wichtiger, dass die Zähne auch strahlen, wenn man ein schönes Gesicht hat oder wenn man sich Mühe gibt, sein Gesicht schön zu machen, dann möchte man auch schöne Zähne haben und da spielt die Natur eben eine große Rolle. Ja. Und um jetzt da der Natur auf die Sprünge zu helfen, ist es möglich, die Zähne im Frontzahnbereich, aber auch im Seitenzahnbereich ästhetisch schön zu machen, farblich zu gestalten, hellere Zähne zu machen. Beispiel: Nehmen wir mal an, meine Zähne sind ein bisschen klein geraten und haben jetzt so Lücken dazwischen. Genau. Was dann? Also, wenn sie erwachsen sind, sage ich, würde ich empfehlen. Davon gehe ich aus. Ja, aber es gibt ja natürlich auch Kinder, wo Lücken sind. Dann kann man sagen, okay, da macht der Kieferorthopäde noch was. Aber bei Erwachsenen, wenn die Zähne also schon vollständig durchgebrochen sind und sich nicht mehr bewegen, könnte man dem Patienten Veneers empfehlen. Das sind keramische Verblendschalen, die auf die Zähne geklebt werden, bei denen man den Zahn nur ganz gering, hauchdünn, den Schmelz etwas wegnehmen muss. Also man spricht da so im Bereich von 0,3 bis 0,5 mm. Es ist wirklich nur eine ganz hauchdünne Schicht. Und dann kann man, wie so ein Nagellack sieht das, wie so ein Kunstnagel im Grunde, Fingernagel sieht es dann aus, den man so auf den Zahn kleben kann. Und da kann man die Form schon etwas, nicht zu viel, aber etwas vergrößern und den Zahn etwas verlängern, das ist möglich. Und auf diesem Weg nehme ich mal an, auch so, wenn man so Verfärbungen, Flecken oder einseitig Füllung oder so hat, dann kann man das damit wieder schön machen. Ist das das Verfahren, dass man, ich sag mal so, bei den Stars und Sternchen in der Filmbranche dann immer so sieht, wenn so wunderschöne Zähne zu sehen sind? Ob die Veneers dann immer oder die Veneers, Keramikschalen dann immer möglich sind, weiß ich nicht. Es kann durchaus auch sein, dass es Keramikkronen sind. Komplett, ja. Wo dann wirklich die komplette Krone nur aus Keramik ist, wo kein Metall drunter ist, weil Metall ja die Zähne tot erscheinen lässt, wenn jetzt Strahlung, Lichtstrahlung drauf kommt. Ne? Während eben eine richtige Naturkeramik die Zähne also richtig natürlich erscheinen lässt, weil die Lichtbrechung eine ganz andere ist. Das wäre jetzt die Version für den Frontzahnbereich, also sprich für die Schneidezähne. Ist, nehme ich mal an, ein rein privates Vergnügen. Wenn es um die Schönheit geht, ist es immer ein privates Vergnügen, ja. Es gibt ja Zähne, die haben Füllungen. Wenn die schon sehr stark gefüllt sind, dann kann man mit der Krankenkasse vereinbaren, dass die dann die Kronen den Wert übernehmen, den sie für eine Metallkrone keramisch verblendet übernehmen würden. Aber ansonsten ist eine Vollkeramikkrone in gewisser Weise eine Privatleistung, ja. Also das muss man dann abwägen und gucken, inwieweit der Zahn... Aber da kann natürlich auch im Vorfeld schon der Zahnarzt individuelle Auskunft geben, was da auf einen zukommt, wenn man sich mit dieser Idee zumindest trägt. Genau, man würde dem Patienten, das ist dann der richtige Weg, dem Patienten zu sagen, die und die Zähne müssen gemacht werden. Die könnte man teilweise mit der Krankenkasse abdecken oder über die Krankenkasse abdecken und die anderen ganz privat. Und dann kann man ihnen sagen, was es ungefähr kostet. Das wäre also jetzt der regelrechte Weg, um den Patienten... Gut, jetzt habe ich also ein schönes, strahlendes Lächeln, aber letztendlich haben die Zähne ja auch eine nicht unwesentliche Funktion. Und
ich denke mal, die meisten Erwachsenen werden an irgendeiner Stelle zumindest ein Inlay, eine Krone, Ähnliches haben. Was kann ich denn da noch machen, damit das nicht so auffällig ist? Also für den Seitentarnbereich jetzt. Da ist es ja so, dass die Keramik immer mehr auf dem Vormarsch ist, also das heißt, oder aber auch die Kunststofffüllung, das heißt das Zahnfarbene, dass die Restauration, die man dem Zahn nicht ansieht, wo wenn man den Mund aufmacht und herzhaft lacht, eben das Gegenüber sagt, okay, ist ja alles noch in Ordnung. Ne? Früher hat man mal gesagt, dass Keramik-Inlays sehr hart sind, härter als der natürliche Schmelz, beziehungsweise dass das für die Gegenzähne nicht so gut ist. Ist das mit den modernen Mitteln immer noch so oder gibt es da in der Zwischenzeit Sachen, wo man sagt, das ist super? Also das Abrasionsverhalten ist nicht mehr so stark, also das heißt, die Keramik ist nicht mehr so aggressiv oder so fest, dass man da die anderen Zähne schädigt, also das steht fest. Aber ansonsten ist die Keramik, trotzdem hat die so eine hohe Festigkeit, die man mit Gold vergleichen kann, wenn sie nicht riesig groß wird. Ja, also es muss immer einen gewissen Rahmen bleiben, also das heißt, die Größe des Defektes am Zahn, die darf eben eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Und dann kriegt man das ohne weiteres so gut hin, als würde das ja, ein Gold-Inlay zum Beispiel sein. Weil das der Punkt ist, wo viele natürlich Angst haben, dass Keramik nicht so haltbar ist. Ne? Mhm. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Nicht mehr so. Die Keramik hat wirklich einen großen Sprung gemacht. Dann werde ich diesen Platz hier mal tauschen und den Ihren Patientinnen überlassen. Und dann gucken wir uns einfach mal an, wie das dann nachher im Mund tatsächlich aussieht. Gut. Von dem, Sie haben sich ein Inlay austauschen lassen und zwar soll es jetzt aus Keramik werden. Wie kam es dazu, zu dieser Entscheidung? Ja, bisher hatte ich Gold im Mund und wenn man reingucken kann, sieht es natürlich nicht, aber fällt es sehr doll auf. Und da ich sehr für Ästhetik bin, auch gerade im Mundbereich, möchte ich gerne, dass das alles einfarbig bzw. zahnfarbend ist. Und mit Ihrem neuen Inlay, das Sie bekommen, haben Sie dann die Gewähr, dass das, jetzt mal einfarbig aussieht im Mund? Das wäre, ja. Nach und nach. Ich habe natürlich noch mehr Goldfüllung, aber die würde ich nach und nach, wenn es denn erforderlich wäre, die zu entfernen, dann austauschen gegen keramikfarbene Inlays. War das jetzt irgendwie ein größerer Aufwand als beim ersten Mal, als Sie Gold bekommen haben? Eigentlich nicht. Also mit diesem neuen Gerät ist das wunderbar. Es geht an einem Tag innerhalb von kürzester Zeit. Wird es eben rausgenommen, aufgenommen und man bekommt ein neues. Ruckzuck. Ruckzuck, also es. Und wie sieht es so mit anderen, zahnkosmetischen Behandlungen aus? Haben Sie da schon welche über sich ergehen lassen oder ist da was geplant? Ja, ich habe schon Inlays, also Keramik-Inlays nach und nach machen lassen und auch Zahnreinigung und auch Bleichen mehr, auch, dass man einfach noch hellere oder gleichmäßig. Genau, dass sie heller werden. Haben Sie schon Erfahrung mit den neuen Keramik-Inlays? Sind die genauso oder ist das ein anderes Mundgefühl? Nein, es ist eigentlich wie der eigene Zahn, muss ich sagen. Es ist viel schöner, also es ist einfach, wenn man reinguckt, aber auch so hat man das Gefühl, es ist ein eigener Zahn. Ein ganz wesentlicher Aspekt bei der Ästhetik ist natürlich auch die Zahnfarbe. Die ist ja nun irgendwie natürlich festgelegt und im Lebensalter dunkelt die auch nach. Was kann man denn da machen, um da ein bisschen zu korrigieren? Ja, also festgelegt ist die Farbe in gewisser Weise. Also es gibt so Grundfarben, die gehen von Gelb über Grau, Braun. Das ist dann die Dentinfarbe, das heißt, es ist die Farbe, die unterm Schmelz sitzt. Mhm. Und der Schmelz an sich ist eigentlich relativ weiß. Also die Substanzen sind ja anorganische Substanzen, der ist eigentlich relativ weiß. Das Problem ist aber, dass der Schmelz eben im Laufe des Lebens dünner wird. Das heißt, die Schmelzzellen reiben sich ab und dann kommt dieses Dentin halt, diese Grundfarbe richtig durch. Ne? Und dann erscheint der so immer langsam dunkler. Genau, und die Patienten oder viele Patienten, die dann möchten natürlich gerne weiße Zähne behalten oder haben. Bei jüngeren Patienten zum Beispiel. Und dann kann man eben durch Bleichen den Zahn wieder etwas heller bekommen und ja, damit schöner, ästhetischer. Wie muss man sich dieses Bleichen vorstellen? Also es sind ja nun Sachen, wie Sie selbst sagten, die im Zahn stattfinden. Genau. Also muss man auch in den Zahn irgendwie
eingreifen? Es gibt verschiedene Methoden. Also wenn die Zähne vital sind, das heißt also lebendig sind, wenn der Nerv noch im Zahn existiert, dann kann man natürlich nicht in den Zahn gehen. Das würde ja bedeuten, man tötet den ab. Deshalb kann man bei solchen Zähnen die Behandlung, den Bleichvorgang von außen steuern. Das heißt, man kann von außen auf den Schmelz ein Bleichgel zum Beispiel rauflegen, es einwirken lassen und den Zahn in mehreren Sitzungen dann beim Zahnarzt, vielleicht auch unterstützend zu Hause durch eine Bleichschiene, die man über Nacht trägt, den Zahn eben Stück für Stück ein bisschen heller bekommen. Sie haben es gerade angesprochen, über Nacht. Ich wollte gerade sagen, wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme dann zum Zahnarzt und gehe eine Stunde später nach Hause und sehe aus, als hätte ich das gute Geschirr im Mund? Oder? Das ist eben das Problem, ne? Dass es erstens nicht gleich von 0 auf 100 geht. Man muss es langsam machen. Man muss mehrere Bleichvorgänge durchführen, damit man überhaupt auch ein Ergebnis sieht. Ja. Und bei relativ hellen Zähnen ist es so, dass es nur eine Nuance ist, die man vielleicht als Patient gar nicht so wahrnimmt. Ja. Stichwort Nuance. Ich darf mich mal hier so rüberhängen. Wir haben nämlich schon mal meine Zahnfarbe beispielsweise ermittelt und sind dabei auf etwa so diesen Ton gekommen. Was kann man da jetzt erreichen? Wo ist das Maximum? Kriege ich irgendwann dann so helle Zähne, wenn ich die bleichen würde? Oder wie viel geht da? Natürlich kann man alles, ich sag mal jetzt, das Maß der Dinge macht dann den Effekt. Ne? Man kann natürlich einen Zahn bleichen, extrem so weit ausbleichen, dass er eben auch schneeweiß wird. Ja? Aber es soll ja immer auch ein schonender Vorgang sein und der Zahn soll ja danach noch existieren. Der soll ja nicht so austrocknen, dass er letztendlich zerspringt oder dass eben Schmelzabsprünge entstehen. Deshalb sollte man es schonend machen und dem Patienten wirklich sagen, es gibt ein, zwei Nuancen. Das heißt also, wenn Sie eine A3 haben, kann man auf eine A2 kommen. Es ist sichtbar. Das ist doch schon eine ganz, ganz reizvolle Aussicht, muss ich mal sagen. Und mehr sollte man dann wirklich nicht tun. Ja, ist genauso wie mit den Haaren, die geblichen werden. Also es gibt den Menschen, da kann man aus einem schwarzen Haar nicht ein blondes Haar machen. Ne? Das ist ein gutes Beispiel, das Sie da ansprechen. Bei den Haaren wissen wir, wenn wir es übertrieben haben, dann werden die irgendwann spröde. Gut, die wachsen nach, die Zähne tun das nicht. Genau. Was muss man dabei unbedingt beachten, dass der Zahn auch in seiner Gesundheit nicht eingeschränkt wird? Also das ist nun der Grund, dass man eben wirklich eine schonende Methode wählt und dass man, wenn man geblichen hat, auf jeden Fall den Zahn wieder versiegeln muss mit Fluoridlacken, mit Pasten, mit denen man den Zahn richtig schön polieren kann. Und wenn die Oberfläche wieder intakt ist, wenn also dem Zahn Fluoride zugegeben werden, dann ist der Schmelz auch wieder intakt und dann kann man davon ausgehen, dass es dem Zahn wieder gut geht. Aha, das ist dann also so, als ob nichts war, er sieht nur schöner aus. Genau. Kann ich das nur bei allen auf einen Schlag machen oder wie ist es, wenn, viele kennen das, ein Zahn ist irgendwo dunkel, kann man das auch bei einzelnen Zähnen machen? Man kann es auch bei einzelnen Zähnen machen. Wichtig ist, dass man beachten muss, dass der Zahn keine Füllung hat oder wenn er eine Füllung hat, dass man die Füllung dann natürlich angleichen muss. Ne? Dann gibt es ja Zähne, die durch einen Unfall oder durch was auch immer eine Wurzelbehandlung bekommen haben, die dann von innen, also wenn man eine Wurzelbehandlung macht, heißt es, man nimmt den Nerv aus dem Wurzelkanal. Und das weiß jeder, der sowas mal irgendwann über sich ergehen. Dabei zerfallen Blutbestandteile und dann wird er dadurch braun, schwarz, grau. Ja. Und diesen Zahn kann man dann von innen bleichen. Das heißt, da dieses Loch, was man gemacht hat, um den Nerv herauszuziehen, da kommt dann das Bleichmittel rein. Und dann fangen wir lieber nicht von Nerven an, da zucken bestimmt schon wieder zusammen. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, auch einen solchen Zahn den anderen wieder anzugleichen. Genau. Das ist ja eine rein kosmetische Geschichte. Was kostet sowas? Nur so ungefähr, also damit wir eine Richtlinie haben. Es ist erstens von Praxis zu Praxis verschieden, weil es ist eine Sache, die natürlich Zeit erfordert. Und dieses Zeithonorar, das muss der Zahnarzt selber bestimmen. Ne? Und dann ist es so, dass man davon ausgehen kann, wenn man zwei, drei Sitzungen braucht, ich sage jetzt, bei uns würde das ungefähr für einen Kiefer 150 Euro kosten. Das heißt also jetzt entweder oben oder unten. Es ist ja nicht naturgegeben immer alles gleichmäßig gefärbt. Also wenn ich mich entschließe, nur eine Zahnreihe machen zu lassen. Ja, die verkürzte Zahnreihe oder nur einen Zahn, das ist dann so, liegt dann so in dem Dreh 50 Euro, sage ich mal. Also es kommt drauf an, wie lange. Also durchaus schon bezahlbar. Durchaus schon bezahlbar. Könnte man jetzt so sagen, drei Lippenstifte, schon ein weißer Zahn. Ja. Das ist doch eine Relation.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Vielleicht sind ja Sie jetzt auf den Geschmack gekommen. Bei mir hat es geklappt. Ich gehe jetzt gleich nochmal rein und lasse mir einen Schmuckstein auf den Zahn kleben. Ist nicht allzu teuer, sieht schick aus. Und wenn man es nicht mehr möchte, kann man es einfach wieder abmachen und dem Zahn geht's gut. Ist doch eine super Idee. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Gesundheitsmagazin wurde präsentiert von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Land Brandenburg.